Columbo ist auch gar nicht mehr da. In Ich der wollte gerade Lobby. fragen, waren wir Hallo, vorhin schön nicht hier. neun? In meinem Stream sieht alles gut aus. Ja. Also kommen 3500 Bits auch an. Läuft alles flüssig. Oh, Ist ich alles. bin rausgeflogen. Bye, Jane. Oh. Oh. Oh, hoppla. Tschüss. Oh, cool. Tschüss, Jane. Toll. Oh, Mann. Columbo wahrscheinlich auch rausgeflogen. Warum auch Columbo immer. war, glaube ich, vorher schon draußen, aber Jane ist auch gerade noch gefahren. Ja, eben. Ja, ich Columbo ist bin auch jetzt gerade eben gefahren. beim Join, bin ich. Oder? Als das Rennen anfing, meinst du? Ja. Haribo, das ist deine Lok. Deine Schuld. Ja. Ja, ich bin gerne schuld. Okay. Mann. Bei Selina. Warten, ey. Finde nur noch Harry. Doch Gott. Da bin ich ja gar nicht traurig, dass ich rausgeflogen bin. Du Shell. Aber jetzt hatte ich ja von der Pseudo-Chain fertig gemacht. Wow. Eine Pseudo-Jane? Was? Ja, bei mir fährt ja, noch. Von der Bei mir fährt noch eine NPC. Jane mit. Krass. Und da das ja Jane anscheinend nicht steuert, ist hoffe, das sie macht sich fertig. Pseudo-Jane. Und wo kommen hier die ganzen Ratchets her? Ja, von mir. Cool. Ja, fand ich auch. Was macht Haribo plötzlich? Nein! Egal. Oh, verdammt! Meine Och Mann, ey, die letzte Kugel. Alles berechnet sich. Finde ich gut. Ja, na, ist mit Wahrscheinlichkeit. Klar. Mit Parzerdifferenzialgleichung. Die sind weiter präziser. Achso. Okay, kannst du mir das einmal erklären? Was denn? Würde mich jetzt interessieren, wie genau du das berechnet Naja, ich habe halt geguckt, was ich für eine Parzerdifferenzialgleichung habe. Ob das eine elliptische, eine hyperbolische oder das andere habe ich gerade vergessen. Parabolisch, danke. Ist und ja, dann gerne, gerne, dessen, gerne. Dann bestimmte Methoden angewendet, die man im Studium oder die ich im Studium hoffentlich gelernt habe. Nice. Hey Akira, schönen guten Abend und schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Hallo Akira. Hi Akira. Habe ich im Discord mal unser neues Baby eingestellt? Hallo neues. Auch von mir. Kira. Ori, du. No, Infinity oh. Und Ori. Süß. Wie cool. Bin müde. Schlafen. Bist du auch müde? Sehr schön. Okay, wir sind auch müde. Oh, wait. Cute. Wann ist Vio mal nicht müde? Gute Frage, ne? Ich denke mal nach, vielleicht habe ich nach dem Stream dann vor. Ja, so gut 2 Stunden. Ah, Konmo ist auch wieder dabei, nice. Ju! Oh, sehr schön. Bist du auch wieder drin, Jane? Ja. Ja, noch. Ach, Splatoon wäre schon schlimm. Splatoon ist easy. Ja. Ansonsten, wie war dein Tag, Akira? Oder dein Wochenende? Oder dein Jahr 10. Ist das Ron oder egal? Peter. Aber vor dir, hinter dir. Achso, stimmt, Ron ist schlechter. Gott. Wow, ey. Warum ist die Nina so weit vorne? Wolltest du Bolt Reaver morgen alleine machen? Ja. Dann grad so. Nee, würde ich nicht. Ron ist eine eigentlich. Ach, wundert mich, dass du so weit bist. Echt mal Ron, das ist ja ganz eigentlich an die Regel. Echt mal Ron. Ja. Sonst. Was hast du, was schießt denn jetzt wieder gegen mich? Erste Verwarnung hier fürs Missachten von Regeln.
kaum. Nick. Ich hasse es. Nein, ich bin voll auf dem Sand. Ich bin wieder runter. Okay, passt, alles gut. Wer ist denn der Affe? Keine Ahnung. NPC. Hab ich auch gewundert. Und kein Affe. Ist Ron gerade runtergefallen? Ich glaub ja. Wer ist runtergefallen? Achso, das sah so aus, als wäre es runtergefallen. Nein. Ja. Nein, natürlich nicht. Runterfallen, was ist das? Kenn ich nicht. Nicht sehr spannend, dein Tag war nicht sehr spannend. Ups. Weg da. Oh Gott. Ansonsten, wenn du Lust hast auf Mario Kart, kannst du sogar mehr, sehr gerne dazu. Achso. Ach, schade. Mann. Ach, gut. Ja, die Blue Shell kriegt auch Nick. Okay, ja gut, wie gesagt, gerade war es dann. Er nickt dies auch für dich. Gut! Eurer? Mein Tag war ruhig. Ich glaube, ich habe heute nichts gemacht, außer... Ich bin zu Vio gefahren. So stimmt. Ich habe mit Haribo geredet. Und ihn von Monster Hunter Rise. Holst du dich auch Monster Hunter Rise, Kira? Und Vio holt sich Monster Hunter Rise. Echt? Ist immer noch kein Mario Kart. Ja, echt. Alles überrascht, wenn ich sage. Okay. Warum sind alles ja, überrascht? Ja, alle nicht bloß, aber ich find's cool. Immer noch kein Mario Kart. Enttäuschend. Sehr schwach. Sehr schwach. Ach, dafür meinen ich hab gerade noch vor der Ziellinie getroffen. Was ist das denn? Hat mir so einen Klapptisch bestellt, den ich auf den Couchtisch nun machen kann. Ah. Und einen Sitzhocker, dass ich da dann malen kann. Aha. Das klingt cool. Klingt nice. Nom 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 nom. Lecker lecker Eistee. Ja, sie an lecker lecker Eistee. Was dachtest du denn? Ich könnte das Blumen sortiert. Eistee-Verbot einlösen. Ich kann ja Harry-Verbot einlösen, ey. Mach doch. Du bist immer noch zu faul dafür, mich zu bannen. Ich würde es ja feiern, wenn es wirklich so eine Kanalbelohnung gäbe, wo Haribo-Verbot draufsteht. Ich werde auf die Beschreibung gespart, muss ich sagen. Ja. Haribo ist gemein und sofort kommt seine Lieblingsstrecke. Ja. Echt? Das ist Haribos Lieblingsstrecke? Ne? Also ich habe einen Clip, wo ich eigentlich das Gegenteil behaupten würde. Also das war ja auch sarkastisch gemein. Ironische Stimme. Mhm. Aber ist ja alles okay, Mann. Achso, ja, kann ja sein. Ich meine, die Stimme ist halt eigentlich cool. Wie kann man die denn nicht mögen? Verstehe ich nicht. Ja. Wie kann man Autobahn nicht mögen? Eben. Ja, erstmal, die ist eigentlich und ganz Babypark. Einfach. Babypark ist kein Autobahn. Autobahn aufholen. Babypark ist voll episch. Nee, scheiße. Autobahn ist episch. Babypark ist scheiße. Das ist kacke. Das nervt nur, da fährt man im Kreis, tut sich nur weh. Will mir nicht wehtun. Fährt fast auf jeder Strecke nur im Kreis. Hä, in dieser nicht. Du fährst hier in einem gewissen mehrfach. Ja gut, aber Babypark ist jetzt auch nicht unbedingt im Kreis, mathematisch betrachtet. Also ich pack dann Babypark einfach am Controller und fahre im Kreis. Also ich lenke nicht mal. Vielleicht werde ich deswegen die Erste. Na, vielleicht bist du deswegen... Ja, ich wollte gerade sagen! Gruselig, Harry. Sehr, sehr gruselig. Für dich auch. Hör auf damit. Bitte. Niemals! Nein, Banane. Das war meine Banane, Harry. Ron. Ich glaube, ich sollte einfach Harry Ron sagen. Spreche euch gleich. Könnt ihr euch aussuchen, wer sich angesprochen fühlt, ey. Harry Ron. Das ist echt eine Community-Liebe. Ich bin mich echt geliebt. Ich möchte auch mich nicht geliebt fühlen. Sollen wir uns einfach in 1, 2, 3, 4 umbenennen, damit es für dich einfacher ist? Ja, das wäre ganz gut, aber... Harry Ron wäre 3,1. Ich würde mich 3,1. Nein! Oh, ey. Nein! Was mach ich da? Ja, denk ich auch. Ja. Nein, hast du nichts geiler. Kein Babypark. Cool.
Oh ja, klar. Oh Mann. Wie geht das Spiel? Oh. Glaub ich dir sofort. Wieder richtig Spaß. So haben wir. Ach, Lina jetzt schon vor mir ist, ey. Oh ne. Ach, Selina krieg ich noch. Easy. Oder auch nicht. Ne, das glaube ich, die Pikachu ist sogar ein Babypack. Das glaube ich dir. Tja, sogar zwei Plätze hinter mir runden. Bitte? So. Ich hole dich noch ein. Und trotzdem noch vor dir an der Gesamtleistung, das reicht mir. Ne? Ron, selbst Jane holt dich ein und sie hat zwei Runden nicht mitgemacht. Ist traurig, ne? Aber ey, ich habe auch lange nicht mitgespielt. Unendlicher Skill. Also ich würde sagen, der Chat hat sich das verdient. Nice. Ach, Haribo. Mach alles kaputt. Ja, so kann man kann richtig schön Mattis Gesicht in Gleisung sehen, als er sieht, dass Baby Park gewählt wurde. Die Kämme ist ein Segen. Ja. Redet ihr denn schon mit uns? Dass er gestern Eistee getrunken hat. Nee, das war vor. War das, ja, stimmt, das war gestern, genau. Gestern, ja, gestern, doch, ja, doch, gestern. Gute alte Zeit. Lustig. Ein bisschen. Und lecker war's. Ja, das glaube ich. Also ich finde, das hätte. Ich finde, das hätte eigentlich echt eine Strafstunde geben müssen. Es gab trinkt nur eine Strafe. Da einfach Eistee, ey. Naja, du musstest einmal von vorne anfangen, aber das ja, war aber keine Harry... Strafstunde. Achso, nee, Haribo hat seine Punkte zurückbekommen. Ja. Also ich habe Haribo seine Punkte zurückgegeben und dadurch einfach selbst. Achso, er musste es nicht nochmal neu einlösen. Ach so, ja, ja, nee, ich habe es dann einfach nochmal eingelöst. Genau. Das war einfach gratis Eistee verbunden. Finde ich gut. Piu-piu. Werde ich wieder so machen. Oh nein! Oh Gott! Großes Piu-Piu, Ron. Ja, aber richtig groß. Hast du mitgenommen, ne? Duschen. Nein! Oh nein! Lass mich bitte da drauf! Eis auf! Wie lief es denn eigentlich gestern noch, Matti? Hast du noch eine Kohle bekommen? Ja, ich habe 2,5 Stunden den Pilotzipunkt erfahren. Boah, Gott. Gut, ne? Wie hast du da erlegt? 50, 60? Boah, ich habe bestimmt... Ja, aber auf jeden Fall eine Menge. Ja. 2,5 Stunden. Ja gut, Moment. Ja, wobei, ja, wahrscheinlich eher 2. Also auf jeden Fall ein paar. Ich habe die Doppelquest im High-Ranking immer gemacht. Und, ja, trotzdem, das ist ja... Bestimmt 10 Stück oder so. Also waren es, glaube ich, immer noch über 60% Chance, oder? Ja, ja, genau. Also irgendwann wurde es halt so 50-50, also oder so. Hm. Wenn der Punkt so langsam eintritt. Schon traurig. Hat denn hier schon wieder seine dänischen Bananen an der Doppelbox abgelegt? Haribo. Das ist bestimmt Haribo. Ich werde es wieder machen. Totally worth it. Hauptsache Doppel-Item. Ha, noch Nick abgeschossen. Sorry, Nick. Also, nicht so. Scheiße, war letzte Runde. Wie geht denn? Oh, Mann. Das ist wirklich das schade. Du hast die ersten zwei Runden geglitscht mit Pilzen. Vielleicht war das Volt. Nice, Hyrule-Piste! Das ist doch geskriptet. Es ist legendär. Mit R.
auch noch Abkürzung mitgekriegt. Oh, das war knapp. Das war. Oh, als ob die Pflanze meine Red Shell gegessen hat. Die blöde Blume meine Red Shell gefressen hat. Hast du gerade dasselbe gesagt wie ich? Oh, ja, echt? Ich glaube, euch ist gerade beiden. Ich glaube, bei Rons waren die Fledermäuse, oder? Nee, es war die Blume, die hat meine Red Shell. Ach, auf die Blume. Ja, ich habe irgendwie Vögel verstanden. Okay, war gruselig. Ja. Ja, hör auf, mir nass zu machen. Hau ab auf meinem Kopf. Ja, doch, besucht eure Köpfe, dann ist mein Kopf wieder frei. Danke. Für Mathe? Ja, genau. Du musst nicht. Ich muss sagen, ich feiere es immer noch, Haribo, dass du heute dieses T-Shirt anhast. Welches T-Shirt? Dieses I ate some pie T-Shirt. Ah, so! Nice, nice, nice. Ja. Ach komm, ey. Ich hab doch ein anderes lustiges Mathe-T-Shirt. die Pizza-Formel, Jane. Hab ich auch als T-Shirt. Pizza-Formel? Ja. Was ist die Pizza-Formel? Wie du das Volumen berechnen kannst, wenn dein. Wie war das, wenn dein Radius Z ist? Oh verdammt. Achso, und dann kommt am Ende Pizza raus, oder wie? Genau, dann kommt da am Ende Pizza raus. Oh, das ist cool. Okay. Ich kann später mal ein Foto davon posten, wenn ich dran denke. Eigentlich ist das nicht so wichtig. Nicht? Was geht? Schick einfach. Ey, Jay, du hast darüber gelacht, ja? Ja, mir zuliebe. Danke! Mit deinem Flasche. Und ich dachte, du meintest das ernst. Toll. Ja, das ist toll, das war so schön, dass wir das sehen. Ja. Jetzt schützt das nicht die Pulsarme auf. Tja, Pikachu, Skylar, ich glaube, ich habe kein Glück. Was, wie? Babypark. Ach so, wegen Babypark, wohl. Das meintest du mit Babypark. Nee, Nick, mach doch bei Splatoon mit. Anime kannst du danach noch schauen. Außer es ist Attack on Titan, dann schau es nicht. Oh nee, verschwindig. Okay. Macht richtig Werbung für den Stream. Die zweite theoretisch? Oder ist das schon die dritte? Was? Ist das die zweite oder dritte Verwarnung jetzt war? Theoretisch. Nein, die zweite. Okay. Ganz dunkelrote Karte. Dunkelgelbe Karte. Sorry. Und die wird immer dunkler und dunkler. Macht doch gar düsterer. Nicht. Düsterer. Das sagen sie alle. Ja, ist aber auch so auf der Karte. Also. Richtiger Darth Mafia. Oh Mann, ey. Ah, Gott. Ich muss sagen, das mit P feiere ich immer noch am meisten. Ich einfach nur 3 vorgelesen wurde. Ja, das war super, ey. Oh Mann, ey. So, at least you tried. Ich werde es weiterhin versuchen, ja? Hier, 1. April. 1. April kann ich wieder. Oh, 1. April. Kann ich mir wieder was aufdenken. Schön, dachte ich auch gerade. Scheiße, ey. Hoffentlich reilt er das nicht. 1. April. Dann bist du schon der größte Witz von ihm. Busche! Ich hab dich gerade nicht verstanden. Ich hab den verstanden. Ach, verdammt. Egal. Ich hab dich auch gern. Ja. Ah, verdammt. Schätze ich auch sehr. Ja. Da war nicht die Strecke, Selina.
Ja. Wir waren für dich. Mhm, danke. Nice try, Mr. Rice Guy. Oh boy. Oh boy. Dabei hatte ich heute nicht mal Reis. Oh no. Ah, schön. Ah. Oh no. Das ist heute gar kein Reis, Haribo. Nee, hatte gar keinen Reis gehabt. Schockierend. Bist du krank? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaub nicht. Brauch ich zumindest. Außerdem geht mein Reisvorrat langsam zur Neige. Nein! Nein! Babypark! Okay, das bleibt auch passend irgendwie. Das Gelder gerade nicht im Voice ist Babypark! Oh, Nick freut sich. Ich hatte nur für dich. Geile Strecke. Richtig fordern. Oh, ja, Nick hat auch noch einen Fehlstart, glaube ich. Ja, vor Wut. Also. Ach, komm schon. Wohin? Als ob so eine Kacke. Ja. Was will der auch so? Language, Ron, Language. Das sagt die Richtige. Ey, es ist noch 22. Ich dachte, muss ich treffen. Schein. Was denn damit zu tun, lass ihn da raus. Ich kann wirklich nichts dafür, dass du keinen Skill hast. Wer ist jetzt mit mir? Mit wem denn sonst? Oh, warum bist du denn hinter mir? Wer hat noch keinen Skill? Oh Gott! Wow. Hab ich gerade Ron gedacht? Schon wieder? Nein, hast du nicht. Lass ihn noch mal da raus, Mensch. Der kann auch nichts dafür. Oh boy. Ach komm! Oh, nee. Wer ist denn erster? Das ist ein Albtraum, ja, das ist ein Albtraum. Oh boy, zumindest Platz 4, no, das reicht. Nein, das, boah, ist okay. Das war ja schon die letzte Runde, oh no. Ich war im Asialan, aber ich habe halt Matschis und so geholt. Also ich kann da nicht mit einem 20-Kilo-Sack laufen. Das ist Lina, aber komm nicht. Nein, er hat sich ja doch noch gedruckt. Easy. First try. Ja. Naja, eher second try.